Kapitel 4 Schlüssel der drei Monde. Wenige Augenblicke später direkt hinter dem zerstörten Elfentor. Erobert schlechter. Beim zweiten wird euch das nicht gelingen. Das innere Tor nach Silvermoon kann nur mit einem speziellen Schlüssel geöffnet werden und den werdet ihr nie bekommen. Das ist Zeitverschwendung, Vibe. Ihr könnt dem Unausweichlichen nicht entkommen. Glaubt ihr, ich fliehe vor euch? Offenbar habt ihr noch nie gegen Elfen gekämpft. Verdammtes Vibe! Wir müssen einen anderen Weg über den Fluss finden. Ja, das müssen wir. Wir müssen halt diese drei Altäre zerstören. Zeit gekommen ist, Todesreiter. Wurf, beste Entropie. Und zwar müssen wir diese drei blöden Altäre zerstören und dann können wir das Tor öffnen. Und das werden wir auch tun. Vorsicht. Und diese Brücke hat Arthas überquert. Und zwar hat er Buch jetzt. Endlich. Hat er einfach, das ist jetzt eigentlich ziemlich krass, er hat einfach die abgeschlachteten Menschen benutzt, also die abgeschlachteten Elfen, und hat sie in den Fluss geworfen. Und richtig viele Untote in den Fluss geworfen und ist einfach drüber gelatscht. Das ist so skrupellos eigentlich. Aber ich auch genial. Tut mir leid, wenn ich das jetzt ein wenig seltsam anhöre. Etwas seltsam anhört. Ich kann heute gerade nicht reden. Etwas seltsam anhört, aber es ist. Das ist schon besser. Die Toten naja. Sollen dienen. Hier zerstöre ich erstmal die Sachen, da man hier doch recht gute Items findet, soweit ich noch weiß. Ich denke schon. Was ist es diesmal? Naja. So. So, jetzt kann auch Arthas durch. Das könnt ihr weiter ihre blöden Gebäude zerstören. Man muss dazu sagen, dass Arthas laut dem Buch den Untoten, Hochelfen bzw. Blutelfen hier, also es sind doch keine Blutelfen, sie sind doch die Quel'Dorei. Nee, Sindorei. Ah, Quel'Dorei, keine Ahnung. Also die sind hier noch die Quel'Dorei. Ja, sie sind noch die Quel'Dorei. Hoffentlich taugt das was. Sprecht. Lord Arthas, unsere Streitkräfte können die Flugbestien nicht angreifen. Wir müssen handeln, ehe wir zu Asche werden. Keine Angst. Die Gruftbestien können sie zu Boden zwingen. Jedenfalls. Hat ihm genug, Zeit zum Kapitulieren gegeben, weil wie diese Kapitulation aussehen würde, ob die jetzt zerstört würden, komplett und zu Untoten gemacht würden, sieht, weiß man nicht, aber er hat jedenfalls gesagt, ihr könnt kapitulieren, wenn ihr wollt, aber die blöden Elfen haben das nicht getan. Naja, wahrscheinlich wäre das auch so eine Kapitulation, die nicht besonders positiv wäre. Niemand erteilt mir Befehle. Euer Befehl, naja. Meister. Ja, und indem er diese ganzen Untoten in den Fluss geworfen hat, haben die auch noch, ich glaube, das Grundwasser hat Arthas damit auch noch verseucht, für die guten Hochelfen. Ja, das hat sie ihn auf mehrere Art geschadet, was natürlich auch nicht so wirklich vergessen werden konnte. Das hier ist, wir schreiben hier gerade Geschichte, meine lieben Freunde. Ja. Euer Befehl, wo Meister, soll mein Blut vergossen werden? Dein Euer Befehl, Blut. Meister. Und hier die gute Sylvanas Windrunner hatte noch und hat noch zwei Schwestern. Die eine ist Aleria Windrunner. Diese ist mit Turalyon, ein Paladin der Silbernen Hand, nach Draenor gegangen und hat dort gegen die hat die Orks zurückgetrieben. Und einmal mit Feresa Windläufer, oder was ist Windrunner, ist mit Ronin Rothaut, Rothaar, Ronin Rothaar, ich glaube so heißt der Redhair, zusammen. Und nun ja, jetzt ist sie natürlich wieder ledig und
ist, weil ihr Mann ja gestorben ist. Sehr schade. Ich mochte Ronin sehr gerne sogar. Auch wenn alle sagen, Knarksbücher sind scheiße. Ich finde die richtig gut. Ich finde, sie schreibt ganz nett. Niemand erteilt mir Befehle. Noch etwas. Endlich. Naja, und was ist das diesmal? Ich frage mich, leider hat man noch nie eine Konversation zwischen Sylvanas, Aleria oder Viresa wahrgenommen, da ja Aleria, Windrunner und irgendwie Thoralion schon seit ewigen Zeiten vermisst werden und irgendwie niemand einen Plan hat, wo die sind. Kann ich verstehen, warum sie mit der nicht redet, aber warum sie nicht mit Viresa redet, verstehe ich nicht. Vielleicht gibt es das einfach in-game noch nicht. Aber es wird ja vielleicht irgendwann mal kommen. Hoffe ich mal. Es ist mehr Gold erforderlich. Hier will ich nicht. Immer wollen sie mehr Gold. Da hast du keins mehr und dann gibt's nichts mehr. Niemand erteilt mir Befehle. Ja, und die heute gibt's eigentlich abgeschlossen. Achso, ja, und diese Verseuchung, die man sieht, ist wahrscheinlich auch nicht besonders so einfach wie hier bei Warcraft zu sehen, wegzumachen, sondern einfach so mit diesem Blub und dann ist sie weg. Naja. So ist es halt. Für die Leute, die mein Leben gerne ausspionieren wollen, obwohl es dafür keine gibt, nein. Jedenfalls, ich hatte eine Frage an euch, was mich persönlich sehr interessiert. Trinkt ihr lieber Dr. Pepper Cola oder lieber Coca-Cola? Werden? Ihr wisst ja, diese Dr. Pepper Cola, ich hab die so nie getrunken hier, vielleicht kennt ihr den Film. Wie heißt dieser Film? Ich wünsche nur Faust, nee, nicht. Doch, Faust Gump. Dort trinkt der 15 Dr. Pepper Cola. Nee, den habe ich gestern gesehen, deswegen komme ich drauf. Und dort trinkt er halt diese Dr. Pepper Cola. Und ich liebe einfach diese Cola, weil die einfach so anders schmeckt als alle anderen Cola. Und hier so eine Alkohol-Cola und alles schmeckt eigentlich relativ gleich. Aber diese Cola schmeckt ein wenig besser als die anderen, würde ich sagen. Und eure Meinung, wer ist da gefragt? Alle meine Kumpels hassen die irgendwie, außer hier einer. Alle Leute, die ich so mit Kontakt habe, außer meine private Familie, mögen die Cola nicht. Verstehe ich gar nicht, warum. Errichtet mehr Ziggurats. Errichtet mehr Ziggurats. Errichtet mehr die ganzen Ziggurats. Gebäude, die Untoten haben, sind alle Gebäude der Neruba hier. Habe ich euch schon erzählt. Und alle diese Nekropole sind eigentlich Nerubenbauten. Und diese Totenschädel und die ganzen grüne Säure, die rauskommt, sind von Untoten. Und die Knochen hier. Man stellt euch das hier mal ohne Knochen und ohne Untoten-Symbole vor, dann ist das ein Nerubengebäude. Es sieht auch hier ein wenig aus, könnt ihr euch jetzt mal vorstellen, wie das Gebäude in Anquirage oder im Anquirei, keine Ahnung. Die Beschwörung ist. Ihr wisst schon, was ich meine. So etwas, so ähnlich sieht es aus, meiner Meinung nach. Es ist so, also nicht meiner Meinung nach, sondern es ist so. Ja, meine Ghule hier gehen erstmal Holz hacken, damit wir mehr Ziggurats beschwören können. Entschuldigt, da habe ich gerade getrunken. Ich beuge mich eurem Willen. Die Verdammten stehen bereit. So und so. Es gibt tatsächlich ein paar Level, die ich überhaupt nicht kann bei Warcraft. Eine davon ist dieses, wo man mit Grom Szenarios töten muss. Andere sind wie in Nordend, dieses mit dem, wo man halt das erste Mal Anubarak trifft. Das Level kann ich einfach nicht leiden, deswegen bin ich da nicht gut drin. Weil ich finde, diese Umgebung da gefällt mir einfach nicht. Ich weiß auch nicht. Naja, das ist noch in absehbarer Zukunft. Aber es wird schon alles gut gehen, hoffe ich. Wir verlangen weiteres Holz. Ja, dann hackt man ein bisschen mehr. Was liegt an? So. Sprecht, Dummkopf. Natürlich, ihr wisst, wie ich mein Lager aufbaue und so weiter und so fort. Ich kann natürlich auch noch. Ich brauche einfach unbedingt mehr Ziggurats. Ich würde es gut finden, wenn man, hier die Geistertürme baut, dass man noch ein paar, keine Ahnung, plus 5 Essen dazu bekommen würde, weil das die Untotenrasse noch eigentlich verbessern würde. Was auch nicht so okay wäre, sondern einfach so nutzvoll, würde ich sagen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Denn das Nutzen daran wäre, man müsste weniger Geld ausgeben und das, was nicht so schlimm wäre für die anderen Klassen, ist, dass sie dann auf einmal diese Untoten nicht mehr so viele Türme haben, weil man sieht ja auch bei, wenn man online spielt, dass die Untoten übertrieben viele Türme nur durch diese Ziggurats haben, weil die Menschen bauen hier die 2-3 Türme und das war's, aber ja, das ist natürlich ganz anders bei den Untoten, da wird das ganze Lager durch diese blöden Ziggurats geschützt, was mich in Online-Spielen sehr aufregt. Die Bonuskampagne habe ich schon erzählt, glaube ich. Ja, habe ich. Und natürlich die blöden Elfenwindel-Leuchter. Waldläufer-Korps.
greifen uns natürlich mit allem, was sie haben an, da ihr blödes, verdammt ewiges Königreich angegriffen wird. Ewiges Reich. Hatten wir jetzt schon jemanden? Das klappt nie gut, meine kleinen Elfen. Die haben beide meine Totengeschwörer getötet und das ist nicht besonders. Was ist das Schmiede. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Naja, müssen wir halt neue bauen. Die Totenbeschwörer sind doch recht wichtig, meiner Meinung nach. Und hier bauen wir. Wir brauchen einen Friedhof, natürlich. Mein Leben baut hier einen Friedhof. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Später spielt man ja noch die Beschwörung ist abgeschlossen. Jetzt mal Spoiler. Dann spielt später noch die Sindorai, die Blutelfin in diesem Falle. Und ich frage mich, warum die die Bäume abhauen. Denn die Nachtelfen zum Beispiel machen das ja gar nicht. Und die Frage ist nun, wie können sie diese ganzen Wälder behalten, wenn sie doch die Bäume abfällen? Ich wüsste das hier, die Leute, die Blutelfen spielen, sagt es mir. Das würde mich echt recht interessieren. Leckt's noch? Ein wenig. Das sieht gerade hier gar nicht so aus. Naja. Mein Leben für Ner'zhul. Ja, ja, dein Leben für Ner'zhul. Ach ja, das wunderbare ewige Quelltas. Ich mag die Blutelfen. Das sind eine meiner Lieblingsklassen in WoW. Muss ich auch ganz ehrlich zugeben, das sind die einzigsten Völker mit den Trollen zusammen, die ich bei der Horde spielen würde. Vielleicht noch die Untoten. Aber ich mag keine wirklichen Orks, Tauren und das ganz andere Gedöns. Blöde Goblins gehen noch so, weil die so kapitalistisch sind. Weiß nicht, finde ich irgendwie lustig gemacht. Also die Klasse ist so eine Klasse, die so viele so eine Konflikte hervorruft, die natürlich jetzt die Orks und sowas auch, aber die reden mir zu viel von ihrer Ehre. Und naja, man sieht ja, was die Ehre der Orks alles schafft. Ich finde es nicht besonders ehrenvoll, eine gottverdammte, sagen wir es, wie es ist, eine Atombombe auf ein Allianzgebiet, wo die Allianz versammelt ist gerade, zu werfen, ist nicht besonders ehrenvoll, denn, oder Kraken zu beschwören, nicht besonders ehrenvoll. Ja, ich finde auch Garrosh, wenn wir jetzt gerade bei Garrosh sind, redet zu viel wirklich über die Dinge Meister seiner Ehre und so weiter und so fort. Und ich wette 100%, wenn es zudem jetzt Garrosh-Patch einen Trailer geben wird, dann wird er 100% von seinem Vater reden und wie schlecht es ihm doch ging auf Draenor und was er alles durchmachen müsste, wie stark die Horde jetzt ist, ohne die ganzen Gedöns und dass die Moral doch nur Vorschriften sind. Damit wette ich mit euch, dass er so etwas sagen wird. Da ist genau Garrosh-Charakter trifft, wirklich. Immer im Schatten anderer zu stehen und so weiter. Jetzt bin ich stark, jetzt bin ich der Große. Ja, man kennt's. Also wer die Geschichte von Garrosh mal erfahren möchte, der spielt bitte im guten Nahkampf die Quest durch. Dann da geht's hauptsächlich um den guten Garrosh-Hüllschrei. Und falls ihr wollt, dass ich diese Reihe fortsetze, wer wird Kriegshäuptling? Dann schreibt es bitte in die Kommentare, denn ich bin mir sicher, ob ich die fortfahren soll. Die war ja auch nicht besonders erfolgreich, die irgendwie mochte die keiner. Naja, die, vielleicht weil ich Allianzler bin. Nein, ich mag die Horde auch sehr gerne. Ist ja gar nicht so, dass ich die Horde hasse oder so, aber ich bin nun mal Allianzer und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich spiele auf dem PvP-Server, Leute. Ich spiele auf dem PvP-Server und da ist es ein wenig schwer, die Horde nicht zu fassen, so oft wie man getötet wird. Ich weiß, dass es genauso auf der anderen Seite ist. Ich spiele auf Twinks, Blutelfen hier, spiele ich Twinks und da weiß ich genauso, dass die Allianz genauso Lowies tötet, wie die Horde Lowies tötet. Das ist auf beiden Seiten ganz genau gleich. Also nicht sagen, die Allianz ist viel schlimmer bei dem, was sie tut. Die Horde ist viel schlimmer. Es ist genau auf beiden Seiten genau gleich. Auf Frostwolf jedenfalls. Naja, ich habe mir den Mund vorsichtig geredet. So. Wie ihr wisst,
wie ich euch 25.000 Mal gesagt habe, was wirklich effizient wichtig ist. Und ein Kumpel hat mich mal, hier René, der Gute, hat mich mal gefragt, warum er denn immer verliert in solchen Spielen, also in Warcraft und also in manchen Spielen, bei Warcraft ist er 1000 Mal besser als ich, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, Tower Defense und so weiter. Aber in solchen Spielen bin, würde ich mir anmaßen, dass ich besser bin, obwohl, naja, er ist dafür in Minecraft und zwar ist besser, man kennt das ja. Sage ich ihm immer, man muss dieses hier unbedingt ausbauen. Ich finde, das ist eine der wichtigsten Sachen. Und die meisten, hier die eine oder der eine, keine Ahnung, ob du RCS bist, tut mir leid, die hier, der nicht Warcraft, ich sag jetzt es einfach, das Ding, was nicht Warcraft spielen kann, vielleicht hilft es dir, tut mir leid, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst. Falls du nicht Warcraft spielen kannst, liegt es wahrscheinlich daran, dass du das nicht ausbaust. Das ist ganz effizient und wichtig. Tut mir leid, wenn ich dich jetzt angesprochen fühle und dir zum Erdboden bringst und holst und keine Ahnung. Ich fand es immer ganz unangenehm, wenn ich guck, ich fände es immer ganz unangenehm, wenn ich immer angesprochen werde, zum Beispiel bei, eigentlich finde ich nicht sehr und so. Ich weiß gar nicht, was ich rede, das glaube ich eigentlich. Tut mir leid dafür. Was wollte ich sagen? Uff, hab ich's vergessen. Achso, was für Let's Plays guckt ihr eigentlich an sich? So, naja, ich gucke hier zum Beispiel natürlich alten, haudigen Gronkh, Sarazar und der König, der Könige der Let's Player, obwohl ihn nicht, aber nicht so bekannt ist, Holly LP. Falls den jemand kennt, das ist wirklich ein grandioser Unterhalter, kann ich nur sagen. Hier ein Lob von mir, obwohl du mich wahrscheinlich nie kennen wirst. Entschuldigung, da habe ich kurz getrunken, ich habe mich gemutet, tut mir sehr leid dafür. Und was ich natürlich sau gerne geguckt habe damals, warum ich eigentlich mit den Let's Play angefangen habe, ist Survival to Go. Falls ihr noch jemand kennt, so, es war eine Gruppe mit Orangi und so, die Minecraft Adventure Maps gemacht haben. Ich fand die so genial und lustig. Wirklich, das waren die. Aber leider sind die ja irgendwie aufgelöst und haben nie ein Statement dazu abgegeben, warum sie sich aufgelöst haben, aber die waren halt einfach irgendwann weg. Naja, kann man nicht ändern, weil sie irgendwie, naja, sie waren halt weg. Haben auch nie wirklich ein Statement dazu abgegeben, was ich eigentlich, naja, ist halt, alle Menschen sind unterschiedlich. Und falls sie darüber nicht sprechen möchten, warum sie aufgehört haben oder warum sie einfach zu faul sind, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ist es nicht besonders schlimm, finde ich. Jetzt auch, wenn alle anderen sich total darüber aufregen. Ist doch eigentlich sozusagen Latte. Naja, was will man machen? Es ist so, ne? Man kann ja schon mal warten. Was ist das diesmal? Ich lache der Gefahr ins Gesicht! Wir rücken schon mal aus, aber wir brauchen unbedingt noch einen Fleischwagen, würde ich sagen. Denn wir finden in Ungläubige haben unsere Verteidigung schon. Blöde Windwürfe. Diese Gegend, ich fand das früher, da war ich, keine Ahnung, wie alt war ich da? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, wo ich erstmal Warcraft gespielt habe. 5, 7 Jahre? Da war ich 9, glaube ich. Ich weiß nicht, ich kenne mein Alter nicht. Da glaube ich, war ich total schlecht in meinem Warcraft, meiner Meinung nach. Naja, da habe ich immer verloren in dieser Mission hier, weil die auch recht schwer ist. In dieser ganzen Mission um die blöden Elfen, die ganzen Missionen sind hier recht schwer, meiner Meinung nach. Ich habe auch nie wirklich überlegt. Ich habe immer sofort angegriffen mit den Armeen, die ich habe. Aber zuerst baue ich jetzt immer ein Lager und greife danach an. Und hier, das baue ich unbedingt aus! Baut das Haus! Naja. Wahrscheinlich brülle ich jetzt ins Mikro und das kriegt die Übersteuerung und die hört mich gar nicht. Ja, das ist mir schon öfters passiert. Tut mir leid deswegen. Es ist ja, ich hole noch einen Randalierer ran. Ach, da ihr wahrscheinlich auch meine WoW-Videos guckt, guckt ihr, lest ihr eigentlich die Geschichte von Gallywix? Ich finde, Gallywix war immer ein Startgebiet der Goblins immer total so bescheuert und total ehrgeizig und so, ihr wisst schon. Aber der Kurzgeschichte hat er mir richtig gefallen. Also nicht in die Kurzgeschichte um Gallywix, sondern die mit der Pandaren, dieser Lehrerin. Lehrerinsucherin. So. Die hat mir übertrieben gefallen, diese Geschichte. Total gute Geschichte. Müsst ihr euch durchlesen.
Die mit dem Mantisschwarm habe ich gar nicht gelesen, meiner Meinung nach. Die Mantis interessieren mich nicht so stark. Die Pandaren sind sehr interessant von der, also von Pandaria. Und die Mogu gefallen mir besonders. Die Hosen sind halt Hosen. Keine Ahnung, was man dazu sagen soll. Ja. Ladet die mal. Was? Das ist ja eklig. Oh. Die Hosen gefallen mir gar nicht so. Die sind, haben, keine Ahnung. Und, die Jinju sind mir ein bisschen zu edel, aber sonst. Und, es kommen ja bald die neuen, guten Charaktermodelle raus. Und ich habe echt Angst davor, dass mein Charakter dann auf einmal aussehen wird wie Tyrande. Tyrande sieht für mich... Oh Gott, mit dieser Frisur. Früher war sie ja noch ganz in Ordnung, aber mit dieser Frisur, Leute, das ist ja auch ein wenig abartig geworden. Tut mir leid, aber für die Leute, die Tyrande jetzt vielleicht total gut finden, aber... ja. Es wurde furchtbar mit Cataclysm. War das mit Cataclysm? Wie Tyrande auf einmal aussah. Ich mochte Tyrande immer sehr gerne, aber auf einmal war die so... mit dieser Dauerwelle. Oder mit diesem Dutt. Ich weiß nicht genau. Mit Dutt ist es eher. Da sah es auf einmal komplett schrecklich aus. Wirklich schrecklich. Weil die auch vorher recht adrett aussah, kann man sagen. Naja, adrett nicht wirklich, aber ganz okay. Aber auf einmal wurde sie... Oh Gott, mach's weg! Naja. Ich übertreibe, tut mir leid. Was ist jetzt hier? Warte. Das ist schon besser. Ach, und was ich mir gerade erst gekauft habe, heute aus einer Buchhandlung abgeholt, ist, ich kaufe meine Bücher nicht über Amazon, sondern ich unterstütze den örtlichen Drogeriemarkt. Nein, Drogeriemarkt bin ich denn bescheuert. Ich meine den öffentlichen Buchmarkt, Buchhandel. Ja, öffentlichen Buchhandel. Weil ich das sympathischer finde. Ich mag sowieso so kleinere Läden mehr. Und da habe ich mir das... Dieser Mondkristall ist Bestandteil des Schlüssels der drei Monde. Die beiden anderen Kristalle müssen gefunden werden, soll das Elfentor sich auftun. Okidoki, Artischocki. Hoffentlich taugt das was. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die Toten sollen dienen. Die rastlosen Toten... So, also was ich mir sagen wollte, ich habe mir das neue Buch Vol'jin im Schatten der Horde geholt und es sieht ja schon mal, also ich habe jetzt das erste Kapitel gelesen, da wird, kann ich mal erzählen, ist ja auch nicht so schlimm, falls ihr euch das Buch holen wollt oder schon habt und das noch nicht gelesen habt, macht aus. Also ich hab nur das erste Kapitel gelesen, also falls ihr das erste Kapitel schon gelesen habt, müsst ihr unbedingt nicht ausschalten oder weiterschalten. Und zwar wird er da halt, wird der Verrat an Vol'jin gezeigt, was ja auch im WoW schon spielbar ist. Und was noch gezeigt wird, ist, wie die Verbindung von Troll zu Loa ist. Das finde ich sehr interessant. Ich liebe sie. Hey, komm zurück. Ich liebe die Geschichte der Trolle, wirklich. Das ist sau interessant, meiner Meinung nach. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal ein Troll-Video. Ich weiß nicht alles über die Trolle, aber ich werde mich dann nochmal informieren. Falls ihr euch das wünscht, würde ich es machen. Das ist auch schon, die Verbindung zu den Loa haben sie sehr gut gemacht, finde ich, meiner Meinung nach, in der Geschichte. Und da wird er halt in Binan angespielt und wird von Cho, Lehrensucher, halt begrüßt und gesagt, ja, hier seid ihr mein Kamerad und wird halt von ihm gepflegt. Also der ist bewusstlos und halb tot. Naja, also nicht Jen, sondern der gute Vol'jin. Mein Leben für Ner'zhul. Dein Leben für Per'Pool. Ich meinte natürlich Ner'zhul. Und sehr gutes Buch bisher. Kann ich mir empfehlen. Ich liebe ja die WoW-Bücher, sind sehr interessant. Kann man nur jedem empfehlen, die... in guten WoW-Lore sich recht interessieren, kann man nur empfehlen. Auch wenn alle sagen, das ist knacke Scheiße. Niemand erteilt, ja, das sagen ziemlich viele. Befehle. Ich weiß, dass alle sagen, dass knacke Scheiße ist, aber warum? Finde ich gut. Ich habe ja mal im Forum gefragt, warum die alle den so schlecht finden. Die einen haben geschrieben, weil er zu episch ist. Ja, naja, episch.
Egal. Ich reg mich nur wieder über andere Leute auf. Tut mir leid. Ja, Meister. Naja, Vol'jin im Schatten der Horde halt. Da geht's halt, Vol'jin Free. Die Leute, die sich jetzt in der WoW-Lore nicht so gut auskennen, ist der Anführer der Darkspear-Trolle, die in der Horde sind. Das ist schon besser. Diese, sind halt wie dienen wie alle Trolle den Lore-Göttern. Aber vor allem dienen diese der Horde, denn die Horde ist für sie wie eine Familie und als ihr Dorf zerstört wurde, hat Trall denen Zuflucht gewährt und ihnen halt gesagt, ja, ihr könnt jetzt in unserer Horde leben. Und das hat vergisst halt Vol'jin nicht und mag deswegen die Horde. Aber seine Ansichten zu Garrosh Hillschrei sind anderer Meinung. Kann ich mal, wie ich glaube, erwähnen war das, dass er halt sagt, dass er sehr gerne mit ihm an einer Seite kämpft, aber wenn er ihm das Kommando überlässt, dass es immer in der Katastrophe endet. Egal was Garrosh anfasst, endet in der Katastrophe, da er sich immer wieder übertrumpfen will, weil er sich immer wieder besser fühlen will, kann man so sagen? Ich glaube schon. Dass er sich immer wieder selbst übertrumpfen will, dass er immer sich selbst wieder neu beweisen muss, dass er ich glaube persönlich, dass er sich immer selbst wieder beweisen muss, dass er es wert ist, den Namen Hillschrei zu tragen. Ich beuge mich vielleicht den Namen seines Vaters gerecht zu werden. Ist jetzt meine Ansicht zu Garrosh. Naja, vielleicht hat ihr, vielleicht könnt ihr eure Ansichten über Garrosh posten. Würde mich sehr interessieren. Ja. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ja. Furchtbar. Was jetzt wirklich furchtbar ist, wirklich, das meine ich jetzt komplett ernst und so weiter. Was haltet ihr denn davon, von diesem Online-Shop bei WoW? Ich finde es persönlich gesagt schrecklich. Wirklich schrecklich. Auch wenn man da sich nur halt jetzt diese Speedboost, diese Gottverdammten Amulette des Glücks kaufen kann. Und halt... Meister, wie heißt, was war das noch? Was könnte sich da noch kaufen, diese Schicksal blöden Transmog-Filme? Ja, bei Pet Shop ging es ja doch, aber... 1, 2, 3, 4? Bei Pet Shop ging es ja noch, da war es noch im Rand des Ertragbaren, aber dann... Ja, dann kommen ja dieses jetzt hier mit Pet Shop, also mit diesen Maske. Und wenn... Guck mal, ich bezahle, also für meinen Standpunkt, ich bezahle jetzt... 13 Euro oder halt diese Gamecard für 2 Monate, 24 Euro im Monat, ne? Bezahle ich? Ich habe damit nie ein Problem gehabt. Ja, man bezahlt es halt. Man kriegt dafür was geboten. Man kriegt dafür diese unglaubliche Welt zu boten, diese unglaublichen Leute, diese unglaubliche Community, die da drin ist. Und diese unglaublichen Leute, die das halt mit denen Spaß macht zu spielen. Ein Kumpel von mir hört immer wieder auf, fängt aber immer wieder an mit neuen Add-on und so weiter. Mit dem kann ich auch mal was machen, falls ihr euch das wünscht. Der spielt auch sehr gerne WoW und ist einer meiner besten Freunde. Hier, danke dafür. Ich mag dich echt gerne. Auch wenn du nicht da bist. Nein, Spaß. halt, der fängt auch immer wieder an, weil er halt... gibt halt bessere Spiele, sagt er. Hier spielt FIFA und so und deswegen will er sich halt das Geld sparen und kauft sich halt andere Spiele. Ja, mach ich halt anders. Ich kaufe mir halt die einzigartigen Spiele, die ich hier halt spiele. Ich spiele nicht wirklich viele andere Spiele. Und meistens die von damals, also Monkey Island spiele ich sehr gerne. Also das, ich schweife jetzt ab. Aber, wo war ich? Naja, ich würde von meinen 13 Euro verlange ich, dass ich alle Spielinhalte, die es bei WoW gibt, erreichen kann. Also ich kann mit etwas Zeit, mit etwas Geduld, kann ich alles erreichen. Das wünsche ich mir für WoW. Und dass ich nicht extra bezahlen muss, damit ich einen Helm bekomme. Ich muss bezahlen, damit ich einen Helm bekomme, der im Spiel drin ist. Ich sag mal, Leute, geht's noch? Wirklich jetzt? Ich habe noch nie an Blizzard gezweifelt. Ich hatte nie einen Grund, wirklich aufzuhören. Aber das ist wirklich ein Grund. Bin ich nämlich schockiert. Das gibt's nicht. Also bei Star Wars, ich habe lange Zeit Star Wars, Star Wars The Old Republic gespielt. Sehr lange. Mit einem Kumpel halt, auch mit diesem besagten Kumpel, wo es Free-to-Play war.
und man wird eingeschränkt halt. Und mit diesen, man war halt, ja, man ist ja halt in dieser Geschichte drin, ist eingeschränkt und auf einmal ploppt dieser scheiß Shop auf und macht mir das ganze Feeling zunichte. Und deswegen spiele ich halt WoW, weil ich so etwas nicht haben will, so etwas. Das andere, so Klassensystem, das andere besser bevorzugt werden als andere, die diese blöden, die können Gilden gründen und so weiter. Ja, mein J, Alter. Die Schatten lockten. Es ist wirklich furchtbar, dieses Klassensystem, was in letzter Zeit in MMOs ist. Ich bezahle doch nicht für ein Klassensystem, hier auch bei Terra. Finde ich schrecklich. Und das, und dazu kommt es nämlich jetzt in WoW. Die natürlich sagt Blizzard hier, Activision Blizzard, das wird nicht passieren. Das ist ja natürlich nur ein Übergangsmodell und für Asien. Und es ist nach dem Wunsch der halt der Spieler gemacht, aber... Ist es wirklich der Wunsch, ein Klassensystem in einem Spiel zu haben? Wirklich, dass man alles... Ja, ich finde es nicht schrecklich. Ganz ehrlich, guck mal. Ja, Pets. Okay, ist ein Pets. Aber dann mit diesen XP-Boosts und mit diesen gottverdammten, dreckigen Scheiß-Helmen, die ich gerne vielleicht haben würde. Aber ich gebe doch kein Geld dafür aus. Das ist wirklich... Da gibt es für gar keine Worte mehr, meiner Meinung nach. Das ist wirklich... Ich habe etwas gegen Blizzard gehabt. Alle anderen beschweren sich immer, dass Blizzard nie das macht, was die Leute wollen. Aber ganz ehrlich, das ist schrecklich. Ich habe nie bei Blizzard beschwert. Noch nie. Okay, ich finde... Diese Firma ist... Ich fand sie immer genial und so weiter. Und ich war stolz, ein Mitglied dieser Gruppe zu sein, die dieses Spiel spielt. Aber da hört doch langsam der Spaß ein wenig auf, oder? Naja, man wird es sich trotzdem kaufen, die neue Erweiterung und so weiter, aber meiner Meinung nach geht es vielleicht zu Ende mit der WoW-Saga. Auch wenn alle das schon seit Ward of the Lich King, seit Burning Crusade sagen, das ist wirklich ein Grund, traurig zu sein, weil es gibt dieses, ja, wie soll man ausdrücken? Früher gab es viele, Spiele, die man bezahlen musste. Alle kamen in diesen Verschleiß des Free-to-Plays. Jetzt, weil die wahrscheinlich von Blizzard ausgelockt wurden und jetzt löst sich die, die Spielerschaft löst sich ziemlich stark von Blizzard und es sind halt, ja, 1,8 Millionen weniger Spieler geworden, aber anstatt zum blöden Ingame-Shop einzubringen, würde ich sagen, naja, ist jetzt hier mein Vorschlag, wenn Blizzard das Game jetzt auf einmal nur noch 7 € im Monat kosten lassen würden, würde ich denken, dass schon recht viele wiederkommen würden, meiner Meinung nach, weil es ist auch so, dass, dass halt, es dann, nicht zum, ja, Pay-to-Win-Scheiß. Natürlich, das ist ein Pay-to-Win-Scheiß. Und dann liest man im Forum, das ist kein Pay-to-Win, denn im Endgame verändert sich nichts. Ja, das Endgame. Das Endgame ist nicht das gesamte Spiel, meiner Meinung nach. Für das gesamte Spiel will ich einen Charakter von 1 bis 90 spielen. Und dieses, die ganze Story in sich vereinen, in diesem gut verdammten, also wirklich in diesem Universum, sagen wir jetzt mal, spielen. Und das macht halt Spaß, ne? Ihr wisst ja, also, es geht mir um den Spaß und um die Geschichte. Und ich möchte natürlich auch manchmal, falls ich eine Klasse sehr gerne mag, möchte ich den schnell auf 90 bringen. Ist ja klar, will man ja. Und dann gibt es Leute, die das können, weil sie mehr Geld dafür ausgeben. Das will ich irgendwie nicht übergreifen. Naja, postet dafür eure Meinung in die Kommentare. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Was ist des Schattens Begehr? Tut mir leid für dieses ernste Thema. Aber es ist halt, musste ausgesprochen werden. Und falls hier Blizzard noch einen Ratschlag von mir will, für etwas anderes, für den Warcraft-Film, da ja auch ziemlich viel Leute gesagt haben, das ist ein Spiel und da sind die Verfilmungen nie gut.
Warum lässt ihr einen Schauspieler oder beziehungsweise einen Regisseur, das nicht machen, die bereits WoW spielen? Vielleicht gibt's gar nicht, weiß es nicht. Ich bin kein, okay, ich kenne mich da nicht so aus, aber warum lasst ihr das nicht einen machen, der sich damit auskennt mit der ganzen Geschichte und so weiter? Und lässt vielleicht auch mal so, naja, die Leute so, die Machi-Lima-Videos gemacht haben, mal ran. Und vielleicht helfen die euch ja ein bisschen dabei. Kann ja sein. Das würde ich mir halt wünschen, dass es halt nicht so ein Quark wird wie die meisten anderen Spiele. Die versuchen es ja auch so hinzubekommen, aber ob das wirklich gut wird, weiß man nicht. Naja, ich hoffe, das wird gut. Und was ich tatsächlich hoffe, ist, dass es die Geschichte von Arthas ist hier. Dass man das hier als Film irgendwann mal sieht, weil das wäre doch genial. Ich liebe die Geschichte von Arthas, weil ich liebe diese Geschichte hier, weil die sehr gut ist und so weiter und so fort. Ne, ihr wisst. So, die blöden kill ich jetzt mal. Die brauche ich ja sowieso nicht mehr. Oder vielleicht brauche ich noch, aber jetzt irgendwie nicht. Faszinierend. Was ist des Schattens Beginn? Niemand erteilt mir Befehle. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Vorsicht, die rastlosen Kunden warten. Jo. Ja, ich bin hier gerade schweigsam, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass ich mir gerade so den Mund vorsichtig schuschig kriegt habe. Und, naja. Man kann ja mal sagen, hier die Todesritter sind die, vielleicht habe ich das schon gesagt, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, sind genau das Gegenstück von den Paladinen. Die können eigentlich fast genau dasselbe, bloß, dass sie halt dann sich nicht selbst beschützen, sondern andere töten, um sich selbst zu beschützen. Also fast genau der, das Gegenstück, könnte man sagen. Fast genau. Doch, ja, so macht's. Wir brauchen die Totenbeschwörer etwas mehr an die Front. Wir haben bald keine Nahkämpfer mehr, wir brauchen mehr Soldaten. Diese Lufteinheiten der Bluteffen sind, oder Hochelfen sind so verdammt stark. Und wir haben ja leider noch keine, das finde ich dumm. Jorgalzen können die als einzigsten vielleicht mit den Reifenreitern noch mithalten. Aber die sind echt die stärksten, meiner Meinung nach. Weil die auch total nervig sind. Habe ich nicht gesagt, die blöden Fleischschlagen sollen die Türme angreifen? Und wenn ihr in so einem Lager angreift, immer die Türme zerstören, weil die doch ziemlich stark Damage reinhauen. Die Toten sollen dienen. Das habe ich im letzten Part der Menschenquali angesprochen. Würdet ihr es mal wollen, so dass ich auch offline spiele, also nein, so online spiele mit irgendjemandem. Das würde mich nämlich mal interessieren, weil vielleicht wollte ich vielleicht wollte ich nicht. Und naja. Schreibt in die Kommentare. Und ich glaube, ich werde auch auf jeden Fall die Kampagne Der letzte Wächter von einem Fan der Reihe spielen, von dem Buch. Da das doch genial ist, dieses, diese Story ist einfach genial. Da gibt es auch im deutschen, nicht Synchro, sondern im deutschen Dub in der Anime-Szene, würde man das sagen. Oder überhaupt in irgendeiner Szene, ich weiß nicht. Vielleicht auch nur mit Szenen, ne? Ihr wisst schon. Nee, was glaube ich? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Okay, tut mir leid. So, ihr geht dahin, ihr geht dahin. Sollen dienen. Ich brauche mehr Nahkämpfer. Meiner Meinung nach. Ich meine Gruftbestie. Und noch ein Totenbeschwörer. Ich glaube, ich brauche noch mehr Nahkämpfe. Oder doch, ich brauche noch mehr. Ach ja, das kann ich auch mal ansprechen. Was haltet ihr eigentlich von Animes? Ja, das würde ich auch gerne wissen, weil... Ja, manche hassen sie, manche lieben sie, ihr wisst schon. Ich mag sie super gern. Super gerne. Ich bin auch ein rechter Fan davon. Nein, ich bin ein sehr großer Fan. Hat Hunger. Ha, der zweite Mondkristall ist unser. Mein Lieblingsanime ist Inaba mit und Death Note. Vorsicht. Und Mirai Nikki. Inaba ist so ein Horror-Anime, ihr wisst schon, und so weiter. Könnt ihr euch mal googeln. Und die Toten sollen dienen. Kodoni gehört auch so zu einem meiner Favoriten und ist halt darüber, man kann leider nicht so viel darüber reden, da man doch recht spoilern würde. Also schreibt lieber in die Kommentare, ob ihr da so etwas gerne
hören würdet. Und weil ob ihr die Spoiler dann erträgt oder ertragen würdet. Oder ob ich das hier halt die Fresse in die Tür, ich weiß auch nicht. Ob ihr so etwas sagen würdet. Naja. Kann ich erstmal erzählen, welches Anime ich zurzeit sehe. Und zwar, es ist. Habe ich schon auf der rechten Seite offen für, wenn ich hier die Aufnahme beende, damit ich es gleich weiter gucken kann, ist Zero No Tsukaima. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ist jedenfalls, glaube ich, auf Deutsch heißt das irgendwie die Familiär of Zero, ihr englischer Titel. Ne? Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ist mir auch eigentlich Latte wie Hose. Nein, ist mir halt relativ gerade egal. Und naja, ich erzähle jetzt einfach mal darum, worum es da generell so geht, ne? Ihr wisst schon. Tut mir leid, wenn ich hier gerade ein wenig schnell rede, aber ich bin kein Thema und deswegen rede ich jetzt einfach darüber. Es geht halt darum, ist so eine Magieschule, eine Schule für Magie, wie man die kennt, wie bei Harry Potter, bloß ein wenig im Anime-Humor so gehalten. Ja. Eigentlich sind ja Animes im japanischen Sinne mit voll mit No-Gos der japanischen Kultur, aber da, das ist ein anderes Thema. Und darin geht es halt, dass es eine Schule der Magie ist und ja, da freuen sich alle der Magie und es gibt die Normalos und das ist ein wenig im Mittelalter, bloß mit Magie halt. Und es geht um halt eine eine Lady mit rosanen Haaren, so. Und diese kann halt mit der Magie nichts anfangen. Die ist wirklich ein absoluter Idiot in Sachen Magie, kann man so sagen. Es gibt halt im zweiten Halbjahr, glaube ich, dieser Schule, die ist, glaube ich, schon im zweiten Halbjahr, dieser Schule, die Phase, wo man, so eine Art Prüfungsphase, wo man sich einen sozusagen Verbündeten holt. Also einen, wie ein Begleiter fürs Leben, so, wie zum Beispiel vom Jäger, das Pet bei Yuri, holt man sich halt, und meistens sind es halt Tiere, Salamander zum Beispiel, Maulwurf, ja, es gibt noch Maulwürfe, Hunde, Frösche, ihr wisst schon, halt Tiere. Und diese Olle sagt, dass sie total gut da drin ist, jemanden zu beschwören. Und irgendwie glauben ihr das die anderen alle nicht, weil sie doch total schlecht ist. Und wenn es zu dieser Prüfung kommt, sagt sie halt diesen Zauberspruch, der ein wenig affig klingt, sagt ihn halt, und auf einmal explodiert natürlich. Immer wenn sie einen Zauberspruch sagt, explodiert nämlich alles um sie herum. Ist natürlich nicht so schön. Niemand erteilt mir Befehle. Ich will noch kurz sehen, bevor ich weiterrede, hole ich mir noch diesen Mondkristall. Das ist schon besser. Denn Peltalas wird zerstört werden. Namen der Geisel. Das ist schon besser. Endlich. Der dritte Mondkristall. Der Schlüssel der drei Monde ist komplett. Drei Monde. So, wir müssen Arthas zum Tor führen. Das machen wir auch. Und halt alles explodiert um sie herum. Also auch dieses Mal, als sie einen Begleiter beschwört. Und alle anderen haben schon ihre Begleiter und fragen sich nun, was die gute Miss Valiere. Nee, die gute Olle, die Tussi da, ne? Ihr wisst schon, diese Frau da. Was sie für einen beschwören wird. Und also warten sie ganz gespannt darauf, was sie beschwören wird. Und als sich der Dampf lichtet, ist ein japanischer Junge da. Ja, ein öller Trottel. Ihr wisst halt, Sneakers an, Joggingjacke, so wie man halt sich einen Trottel vorstellt, so wie auch ich meistens aussehe. Naja, ihr wisst halt, ein ganz normaler Junge. Und der faselt ganz laut und wild auf Japanisch auf die Leute ein und fragt sie, was denn hier los ist. Aber die Leute, die leben in Albion, ist wahrscheinlich so ein Subkontinent, keine Ahnung, ein Fantasy-Kontinent halt. Und dort faselt er halt die ganze Zeit auf Japanisch und die verstehen natürlich kein Wort. Und alle lachen sie natürlich aus, weil er ein Junge ist und irgendwie nicht der normalen Form entspricht.
und er hat ein komisches Tattoo oder beziehungsweise ein komisches Zeichen auf der Hand und das bedeutet, dass er Gandalf eigentlich affig, weil es auch ein wenig von der Dame geklaut ist und von Harry Potter und von vielen anderen Sachen. Naja, ist halt das Zeichen für eines sehr mächtigen Begleiters. Aber das wussten natürlich die alle nicht und lachen ihn aus. Und die anderen auch alle, die Lehrer auch. Ne? Ja, so nett, wie man von Lehrern erwartet. Ja, von Lehrern kann ich euch auch ein Gedicht erzählen. Die sagen halt, lachen sie halt aus. Und weil er halt auf Japanisch rumlabert und niemand ihn versteht, finden sie es alle total seltsam. Und die gute Miss Valliere, oder My Valliere, ich weiß nicht, ob die so wirklich heißt, aber ich nenne sie jetzt einfach mal so, weil sie gut klingt. Die gute olle Tussi legt ihn natürlich stroh hin, wie es zu einem Kuhleiter gehört. Also ganz ehrlich, wenn ihr euch da irgendwie so durch irgendwie auf einem anderen Planeten oder keine Ahnung, einer anderen Welt befindet und ein gutes Mädel, was ihr überhaupt gar nicht kennt, euch stroh hinlegt zum Schlafen. Das fühlt sich natürlich total toll an. Was ist das Nummer? Einfach genial. Und die beleidigt ihn die ganze Zeit und jagt ihn auch öfters in die Luft. Also mit ihrer blöden Lagida. Und naja, so ist es halt. Und so muss er sich dann abfinden, kann dann auch bald in die Sprache, also mit einem Zauber. Und na, die verlieben sich halt ineinander und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, wie das ist. Aber sehr gut, es gibt 4 Staffeln, ich bin gerade bei der 3. Und ihr solltet euch das ansehen, das macht echt Spaß. Zu sehen. Endlich. Die Tore haben sich aufgetan. Wenn wir mit Sylvanas fertig sind, gehört das innere Königreich uns. Ihr verfluchten Monster! Wie kann man euch zurückschlagen? Das Waldläuferweib geht mir gehörig auf die Nerven. Eigentlich glaube ich, müsste sie gerade vor ihm stehen. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Naja, egal. Die hat sich wahrscheinlich schon wegen meiner schlechten Kommentierart verzogen und das werdet ihr jetzt auch gleich tun, denn dieser Part ist leider Gottes vorbei. Bis dann.